Morgen, meine lieben Freunde, und willkommen zu diesem Video. Und heute sind wir mal im echten Leben unterwegs. Und ihr fragt euch bestimmt, was ist da los? Easy, machst du sonst nichts, ne? Außer im Real Life, außer vielleicht auf Instagram. Aber, Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn es kommt mein allererstes Buch raus. Heute in die Läden. Ja, es ist ein wunderschöner Tag. Das Wetter könnte nicht besser sein. Es ist hoffentlich ein sehr gutes Zeichen. Und deswegen fahren wir jetzt zusammen in eine Buchhandlung. Und lasst uns überraschen, ob wir es da finden. Bis gleich. On the road. Pferde. Ich bin momentan in Kempten und hier gibt es einige Buchhandlungen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und es ist aber mega schön hier in Bayern. Wirklich richtig cool. Die nächsten Tage geht es aber auf jeden Fall Richtung Lass oder so. Also sehen wir uns vielleicht da. Outfit des Tages, Leute. Yeah. Wir sind auch schon da. So, dann wollen wir jetzt mal in den Laden gehen, Leute. Ich bin super gespannt, wo wir das Buch jetzt finden. Okay, schauen wir uns mal nach oben, Leute. Let's go. Und da ist es, Leute. Was soll ich sagen? Easy Cheesy, der magische Wunsch vom Riva Verlag. Okay, okay, okay. Lass uns mal kurz schauen. Ich kann es kaum fassen. Oh, Freunde, mein allererstes Buch. Ja! Und daneben das Buch von Banks. Und natürlich 1 Million Bücher von Paluten. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal damit zur Kasse runter. So, Freunde, da ist es. Wir haben es. Ich habe mir gerade mein eigenes Buch gekauft. Für 15 Euro kostet das Ganze. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Wenn ihr das Buch auch gern hättet und noch nicht vorbestellt habt, könnt ihr das noch erhalten, indem ihr einfach in eine Buchhandlung geht. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich eins mit Autogramm erwischt habe. Ich habe eins mit Autogramm erwischt, als ob. So krass, Freunde, dass einfach ein Buch von mir im Laden zu kaufen ist. Ey, es ist so geil, wirklich. Voll das coole Gefühl. Freunde, jetzt liege ich hier in meinem Van. Hab so eine schöne Aussicht. Zack, hier Handy raus. So, das sieht gerade aus. Bin hier komplett alleine. Und was soll ich sagen? Wir lesen jetzt das Buch. Let's go. Easy cheesy, der magische Wunsch. Da bin ich, das Lia und das Aldun. Okay, okay, hier ist die Rechnung. Und die haben mir sogar ein kostenloses Lesezeichen gegeben. Voll cool. Und hier, warte mal, wo ist denn das? Wo ist mein Autogramm? Hier ist mein Autogramm. Genau, da ist sogar mit geprägtem Autogramm. Richtig cool, das merkt man richtig. Okay, okay, wir lesen mal kurz rein. Dann geht das Video gleich weiter, Leute. Aber ich will jetzt hier mal kurz reinschauen. Also, Kapitel 1, der große Tag. 13. Die Zahl hüpfte und tanzte in Isis Kopf, als sie am Morgen die Augen öffnete. Das bin ich, Leute. Guten Morgen. Alright. Warmes Sonnenlicht fiel durch die Herzchengardinen am Fenster ihres Zimmers und malte helle Streifen auf den Boden und an die Wände. Draußen zwitscherten Vögel. Der Himmel war strahlend blau und wolkenlos. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann, warte mal, der Himmel ist sogar strahlend blau und wolkenlos, Leute. Was ist hier los? Das ist ein Déjà-vu. Ja, wenn ihr das lesen möchtet, das Buch, dann holt euch das gerne in der Buchhandlung eurer Wahl oder bestellt das im ersten Link in der Videobeschreibung. 7:45 Uhr, ich muss zur Schule. Okay, jetzt aber schnell vielleicht eine Kleinigkeit zu essen noch abgreifen. Ein Milchheimer oder eine Pilzsuppe, beides eklig. Irgendwas, ein Hühnerei. Habe ich denn hier nichts Ordentliches zu essen? Okay, Gott sei Dank, ein Ziegelschein, alles klar, wunderbar. Sehr lecker, mein Rucksack und dann jetzt schnell auf zur Schule. Let's go. Okay, okay, ich glaube, wir kommen noch pünktlich. Was war das denn? Hä? Da ist gerade eine Angel in den Himmel geflogen. Was zum Flo? Hallo. Hey, was machst du denn noch hier? Du musst dich doch für die Schule fertig machen. Das ist mein Pausenessen. Dein Pausenessen? Was? Meine Melonen sind aus. Da, und deswegen angelst du dir jetzt einen Fisch für die große Pause? Wir müssen zur Schule. Komm auf zur Schule. Jetzt komm schon, Flo. Los. Aber die Fische. Aber die Fische, was? Die sind nachher... Die Fische sind mir wichtiger. Die, Flo, bitte, 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 bitte. Ich gehe jetzt zur Schule. Wenn du schwänzen willst, dann mach das. Aber ja, ich... viel Spaß. Ich bin das beste Freundin mit einem Karpfen. Okay, okay, wunderbar. Alles willst du auch hierbleiben? Was? Nein, ich will nicht Schule schwänzen. Hier gibt's doch Goldfische. Oh, das ist toll. Aber nein, ich schwänze keine Schule. Ich bin doch kein Schulschwänzer. Wir gehen ganz normal zur Schule, Freunde. Langweilig. Oh, okay, wisst ihr was? Soll er doch machen. Wenn er keinen Schulabschluss bekommt und wenn er keinen vernünftigen Job kriegt und wenn er dann sich nicht, keine Ahnung, die coolen Sachen kaufen kann, die er sich kaufen möchte, dann ist es sein Problem und nicht meins. Denn ich gehe zur Schule, weil ich nämlich ein verantwortungsbewusster Mensch bin. Okay. Mann, der Lehrer ist schon da, ne? Oh, heute ist so ein schöner Tag. Erstmal wieder die Schüler quälen.
Was? Dafür habe ich hier den Überraschungstest. Was haben wir denn? Überraschungstest? Ultra fieser Überraschungstest. Ultra fieser Überraschungstest? Das wird super. Oh nein. 1 + 1. Das ist auch noch Mathe. Eine schwierige Aufgabe. Oh, gut, oh dass ich rechnen muss, sondern die Schüler. Oh nein, 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 nein. Ein Überraschungstest in Mathe? Das darf nicht wahr sein. Was zum... Und der Lehrer ist heute voll gemein drauf. Kommen denn die Schüler? Oh nein, 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 nein. Ich mal nachschauen. Okay. Oh Gott, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Nein, 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 das mache ich nicht mit. Das mache ich nicht. Das darf nicht wahr sein. Ich darf... Nein, Leute, ich habe nicht gelernt, nicht für Mathe. Nicht für einen ultrafiesen gemeinen Überraschungstest. Was soll ich denn jetzt machen? Ich will nicht Schule schwänzen, aber ich will auch keinen ultrafiesen gemeinen Überraschungstest schreiben. Aber vielleicht ist es doch gar keine schlechte Idee, mit Flo zusammen die Schule zu schwänzen. Oh Gott, Leute, das wäre so krass und aufregend, aber auch gleichzeitig ziemlich, ziemlich schlechte Idee. Das wäre eine ziemlich dumme Idee. Das wäre eine sehr, sehr extrem dumme Idee. Das darf ich nicht machen, aber ich will nicht diesen ultrafiesen Test schreiben. Warte mal, Flo ist auch gar nicht mehr da. Wo ist der denn? Hä? Warum sind denn hier Fische? Hat er hier Fische geangelt? Oha, er hat hier ganz viele kleine Fische geangelt. Die sind ja voll süß. Aber die müssen zurück ins Wasser, sonst verdursten die noch. Oder ersticken oder sowas. Ja, zack, rein mit euch ins Wasser. Ich muss sie alle retten. Alle Fische müssen gerettet werden, Freunde. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, okay, okay. Ich mach die einfach hier unten ins Wasser, weil hier... Da haben sie dann auf jeden Fall genug Wasser. So, wunderbar. Perfekt. Da geht's ihnen besser. Okay, jetzt muss ich aber irgendwie gucken, wo Flo ist. Was macht ihr? Hä? Was ist das? Flo? Oh, hallo. Hi. Ich dachte, du bist in der Schule. Was hast du denn für Fische geangelt? Ich gehe mit meinen Shrimps spazieren. Die brauchen ein bisschen Auslauf. Du weißt, so lange drin zu sein, tut dir nicht gut. Mit deinen Shrimps gehst du spazieren? Warte mal, was sind das für riesige Shrimps? Oh, das sind Riesenschrimps, die habe ich gefangen. Riesenschrimps, ach so. Letzte Woche beim Schwänzen. Ach so, hast du letzte Woche auch schon Schule geschwänzt? Ja, die haben schon vergessen, dass ich existiere, Schule. Oh, wow, das ist ja cool. Okay, okay, okay. Aber was macht man mit Riesenschrimps? Was machen die? Mit denen gehe ich spazieren. Okay. So, Füße vertreten. Die haben sehr viele davon. Oh, darf ich den einmal streicheln? Ja, aber nur leicht. Okay, okay, warte. Oh, ist der süß. Oh mein Gott, Ransom, oh mein Gott. Was war das denn gerade? Ja, der denkt, ja, weil du in der Schule warst. Du riechst nach Schule. Das oh nein, oh nein, 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 das tut mir leid. Kleiner Riesenschrimp, darf ich ihn noch mal streicheln? Oh, jemand hat alle meine Fische gegessen. Was, nein, ich hab die nur ins Wasser zurückgemacht. Oh. Damit es denen gut geht. Okay, Schrimps. Flo. Mahlzeit. Flo, was machst du denn, wenn die Schule mitbekommt, dass du nicht da bist? Was machen wir denn? Ja, das wissen die nicht. Ich war schon lange nicht mehr da. Oh nein, aber bei mir wissen die das doch. Ich brauche irgendeine Ausrede oder so. Vielleicht einen Krankenschein. Ich habe eine Idee. Hier Schrimps, viel Mahlzeit mit den ganzen Fischen hier. Komm mal mit, ich habe eine Idee. Okay. Oh mein Gott, der hat mich schon wieder angegriffen. Ich glaube, ich sollte mal kurz zum Arzt gehen. Vielleicht stellt er mir einen Krankenschein aus. Ich könnte versuchen, jetzt bei Dr. Coles Wunderkabinett vorbeizuschauen. Das ist nämlich der einzige Arzt in der Stadt und ich weiß nicht, ob der mir einen Krankenschein ausstellen kann, aber wir versuchen es einfach mal. Hallo, Dr. Cole, ich bin's wieder, Easy. Hi. Ach, Easy, hi. Ja, hi. Dr. Cole, haben Sie kurz eine Minute Zeit? Müsstest du nicht in der Schule sein? Ist heute nicht Schultag? Oh. Entschuldigung, am besten ich steck sie nicht an. Ich will sie gar nicht belästigen. Ich halt Abstand. Tut mir leid, ich gehe schon wieder. Ich lege mich einfach zu Hause in mein Bett, wenn sie mir noch schnell... Nein, warte, was genau hast du? Wir müssen schon untersuchen. Soll ich wirklich reinkommen? Ja, komm mal lieber rein. Ich trage ja eine Maske. Ist nicht schlimm. Also Dr. Kohl, oh Gott, mir geht's so schlecht. Ich habe so Fieber und riechen Sie das? Nein, meine Haut ist ganz verbrannt. Oh, du riechst echt schlimm. Das rieche ich durch die Maske. Was ja, ist da passiert? Ja, das ist die verbrannte Haut durch das hohe Fieber. Das ist nicht was? Von den Riesenschrimps. Vom Fieber? Verbrennung? Ja, genau. Ganz schlimm. Und okay, deswegen, ich muss mich in ein Eisbad legen. Und in der Schule haben die leider noch keins. Deswegen kriege ich vielleicht einen Krankenschein. Ja, das auf jeden Fall. Also so krank wie du bist hier. Oh Mann. Der ist leider drunter gefallen. Oh, Krankenschein. Super. Wunderbar, dann lasse ich sie jetzt dann mal. Dann ruh dich mal aus. In Ruhe. Oh, nee. Okay, danke schön. Danke, Dr. Kohl. Okay. Ich habe den Krankenschein. Das ist wunderbar. Oh, das heißt, die Schule kann mir jetzt eigentlich gar nichts mehr. Das ist quasi, als wenn ich gar nicht schwänzen würde. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo Flo eigentlich ist. Oh, hi, Flo. Eine Idee. Nimm okay, das. Und welche? Schlamm? Ja. Dankeschön. Weißt du, was ich vorhin rausgefunden habe? Nee, weiß ich nicht. Der Lehrer
will das meinen Eltern sagen, dass ich schwänz. Was? Also brechen wir jetzt bei ihm ein und machen das hier rein bei ihm. Okay. Das ist aber... Keine Angst. Bist du das sicher? Das ist fake, das riecht nur so. Okay. Wie eklig ist das denn bitte? Weißt du, was noch gut wäre, Flo? Der Lehrer, der will ja so einen ultra fiesen Überraschungstest mit uns schreiben, ne? Und was, wenn wir die Ergebnisse bei ihm finden? Stell dir das mal vor. Oh, die Testergebnisse! Und dann schicken wir das den anderen Schülern. Ja, was? Nein, die behalten wir für uns selber und kriegen die besten Noten. So, das ist wir schicken es den anderen Schülern für Geld. Das ist schlau. Aber die Tür ist zu. Der hat abgeschlossen. Oh nein. Aber wie kommen wir jetzt rein? Vielleicht ist ein Fenster offen? Oh nee. Irgendwie? Mist, hier ist alles zu. Flo? Warte mal, vielleicht? Was, wenn ich... Ich hab doch den Ziegelstein vom Frühstück, Leute. Warte. Ja! Ja, es hat geklappt! Wo bist du? Ich hab mich durchgequetscht. Ich bin eingestiegen. Flo, ich bin hier eingebrochen. Du musst hier nur durchkommen. Hier vorne, guck mal. Du kannst hier... Ja, genau. Das ist ein Klo. Okay. Ich geh mal lieber raus hier. Sei denn, du hast noch ein Geschäft zu verrichten oder so. Ich muss hier rein. Was? Flo? Und ich werde nicht spülen. Oh, was? Okay, wie auch immer. Was du denkst, mach, was du denkst. Okay, warte mal, die Testergebnisse. Finden wir die vielleicht hier irgendwo? Ich meine, du hast ja schon ein bisschen was erledigt an Geschäften. Vielleicht hier? Nee, nicht im Tresor. Zimmer, hier Bücher. Das ist mir zu viel zum Lesen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was wir damit machen sollen. Goethe? Nee, das ist nicht Testergebnis. Nee, das ist nicht für Mathe. Wir brauchen Mathe. Weil das ist immer am schwersten bei ihm. Warte mal. Hier geht's in den Keller? Guck mal. Hier unten vielleicht finden wir Schokofabrik? Oh, lecker. Schokolade. Der Lehrer baut seine eigene Schokolade an. Oh Mann, ist das lecker hier. Oh, perfekt. Vielleicht nehme ich mir das ein oder andere mal mit. Ich zurück zum Plan. Ja. Okay, der Plan. Was ist der Plan? Bad Wars Raum. Mathe-Ergebnisse. Nee, hier sind keine Mathe-Ergebnisse. Das hier ist ein Bad Wars Raum. Ich glaube nicht, dass hier Mathe ist. Aber was ist mit dem Geheimlabor? Hier könnte was sein, oder? Wollen wir da mal reinschauen? Mathe-Stunden geschwänzt. Lass mal. Ich kann den Test nicht. Flo, pass auf! Nicht! Ich hab doch gesagt, pass auf. Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Oh nein, wo sind wir hier? Wir sind gefangen! Wo sind wir? Nein! Oh oh. Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Wir haben ein ganz großes Problem, Flo. Wir haben ein ganz großes Problem. Wir sind eingesperrt. Oh, das war mal wieder ein anstrengender Tag in der Schule heute. Meine Lieblingsschüler waren einfach nicht da. Nein, der Lehrer ist zurück. Das Fenster ist ja kaputt. Was ist das für ein Geruch hier? Oh. Nein, Flo. Was? Nein, er hat sich... ein Einbrecher sein. Jetzt kriegen wir nachsitzen. Aber der findet uns doch nicht, oder? Wieso hat er eigentlich eine Falle im Keller? Wir müssen irgendwie rauskommen. Wir müssen es irgendwie schaffen. Vielleicht im Keller. Warte mal, im Keller? Nein. Ist meine geheime Falle gefallen. Versteck dich. Mal nachschauen. Nein, wir können uns hier irgendwo verstecken. Und hier. Oh nein. Aha. Oh nein. Flo, hör auf damit. Wir waren beide nicht in der Schule heute. Du machst es nicht besser. Ja, doch, wer? Weich. Ich hab einen Krankenschein. Sie werden einfach nur blind. Da. Krankenschein? Von Dr. Kohl. Du siehst aber sehr gesund aus. Bin richtig krank. Ich bin geistig krank. Ich habe mich auch seit Jahren nicht mehr gesehen. Oh, Herr Lehrer, Sie waren auch mal jünger. Hey, ich bin hier gar nicht frech. Aber es ist kein Problem. Ihr habt heute was Gutes verpasst. Und zwar einen Überraschungstest. Oh, toll. Überraschungstest. Mein Gott, den dürfen wir bestimmt morgen nachschreiben. Kein Problem. Auf gar keinen. Du kriegst mehr Tests jetzt. Oh nein. Nein. Eigentlich sollte es nur ein gemeiner Test werden. Ich werde nicht kommen zu den Mehrtests. Was für ein ultra mega riesen extrem gemeinen überraschenden Überraschungstest. Was? Nein. So, jetzt beide in die Ecke. Nein. Oh mein Gott. Das sind mehrere Tests. Du kriegst 5 Seiten oder sogar ein paar mehr. Oh mein Gott. Und du... Ich fühle mich nicht so gut. Nein. Du fühlst dich nicht gut, dann hier in dem noch mehr. Oh nein. So viele Testzeiten. Oh Gott, Schule schwänzt. Lohnt sich nicht, Freunde. Das war's an der Stelle mit unserer heutigen Folge. Wir haben hier ein bisschen was draus gelernt. Und lasst ihr gerne ein Abo da und ein Like. Und schaut doch bei den anderen vorbei. Lasst euch nicht von Flo angeln. Und hasta la pasta. Yeah.